Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Skyrim Elder Scrolls 5. Ja, wir waren auf dem Weg zu den Graubärten. Da können wir gerade nochmal auf der Karte gucken. Wir müssen nämlich hier runter in den Süden, sprich mit den Graubärten. Und dazu müssen wir einfach nur diesem Fluss hier folgen und dann irgendwie hier drüber gelangen. So, in der letzten Folge sind uns hier irgendwo die Riesen zum Verhängnis geworden. Und wir haben was nicht gefunden, und zwar in Weißlauf sollten wir ein Schwert abgeben. Da habt ihr mir geholfen in den Kommentaren, da weiß ich jetzt, wo es ist. Nichtsdestotrotz werden wir jetzt erstmal unseren Weg zu den Graubärten fortsetzen, bevor ich dann das Schwert abgebe, das wir in der letzten Folge, ja, nicht gefunden haben. Also, das Schwert natürlich schon, das haben wir einstecken, aber nicht den Ort zum Abgeben. So, wir gehen hier den Weg nach unten, genießen wie immer die Aussicht und hoffen, dass uns keine Gegner begegnen, die stärker sind als wir. Da oben geht's weiter, das ist ja auch sehr schön. Ach, wie gerne würde ich da jetzt entlang gehen, aber wir müssen hier lang. Und da oben sehe ich da auch jemand rumlaufen? Nein. Scheinbar eine optische Täuschung, keine Ahnung. Wir können natürlich auch ein bisschen sprinten. Wenn wir den nächsten Mal die Möglichkeit haben, muss ich mal ein wenig auf Ausdauer skillen. Und dann können wir auch ein bisschen länger rennen. Aber jetzt gilt es erstmal. Oh, ein Fuchs. Und zwei finstere Gesellen. So, Freunde. Freund oder Feind? Wo immer die Daedra sich verstecken, die Wächter von Stendar werden sie ins Licht führen. Ja, alles klar, danke für die Info. Wandelt allzeit im Licht, oder wir werden euch hineinziehen. Ja, komm, geh weiter. Dann brauche ich dir natürlich nicht den Schädel zu zertrümmern. Entschuldigung, dass ich mich so ausdrücke. Aber mit so einer Axt an meiner Seite, da kommt man schon mal auf dumme Gedanken. Okay, ich packe sie auf jeden Fall wieder weg, weil wir dadurch ein bisschen schneller sind. So, jetzt mal nochmal auf die Karte gucken. Müssen wir hier rüber oder müssen wir da rein? Das ist natürlich die Frage. Das würde ich ja auch gerne erforschen hier. Das sieht schon stark aus, aber ich glaube, wir müssen das sogar hoch... Wenn wir da jetzt hochgehen, möglicherweise ist da ein Weg dahin, aber wahrscheinlich auch nicht. Hier kommen wir zur Festung Amol. Ach, wir gehen da jetzt einfach hoch. Leute, wir gehen da einfach hoch und gucken, was es da Schönes gibt. Im Zweifelsfall begegnen halt wieder irgendwelchen Riesen, die uns dann den... Naja, sprechen wir nicht mehr davon. So, der ist aber ganz schön schnell im Treppensteigen hier, unser Avatar. So, was haben wir denn hier Schönes? Hilgruns Grab entdeckt. So. Das sieht mir eher aus wie so eine Instanz oder sowas, mal keine Ahnung. Ich gucke hier nochmal außen rum. Da ist ein kleiner Fuchs. Hallo, Fuchsi. Ne, wir gehen da jetzt mal rein. Und gucken mal, wer sich da drin so tummelt. Servus. Oh, bei Kühne. Habt ihr mich erschreckt? Hier treibt sich ein Totenbeschwörer herum, also passt auf euch auf. Ja, natürlich. Könnt ihr mir helfen? Er ist in der Gruft. Weiß der Himmel, was er mit meinen toten Verwandten anstellt. Ja. Nekrophil, Entschuldigung. Wer ist in dem Grab? Ich habe gerade keine Zeit, nee. Wer ist in dem Grab? Val Sveran. Meine Familie hatte schon immer gewisse Probleme mit ihm. Aber jetzt ist er endgültig übergeschnappt. Er ist da rein, um unsere Familiengruft zu schänden. Er will unsere Ahnen für schmutzige Dunkelelfen-Totenbeschwörungen missbrauchen. Meine Tante ist ihm hineingefolgt. Aber sie ist nicht wieder rausgekommen. Und ich glaube nicht, dass ich allein mit ihm fertig werde. Ja, komm, dann geh mal rein. Wo ist das Problem? Großartig. Ich sperre die Tür auf und treffe euch drin. Dann könnt ihr vorausgehen. Na, das habe ich mir wieder gedacht. Dann könnt ihr vorausgehen. Na super. Was haben wir denn hier? Ein Eibeutel ist ja ekelhaft. Ein Spinnenei. Wir stecken das mal ein. Ich weiß zwar nicht für was, aber... Ihr wisst ja, Messi und so, ne? Da liegt noch ein Heiltrank. Den werden wir uns auch gönnen. Und jetzt gehen wir hier rein. Hilgruns Grab. Viel Spaß. Den wünsche ich mir auch.
Ich weiß nur nicht so ganz, ob ich hier lebend aus der Sache wieder rauskomme. Aber ich schätze mal, das werden wir gleich merken. Wir sollten Walsveran stoppen, ehe er hier noch mehr Schaden anrichtet. Ja, machen wir. Und natürlich alles mitnehmen, was hier rumliegt. Denn das ist die Belohnung dafür, dass ich dir helfe, mein Freund. Und 2 Gold, das kann er behalten. So. Bleib da schön ruhig da stehen und ich guck mal, was hier so alles gibt. Da ist mein Thron. Aber da will ich mich jetzt gar nicht hinsetzen. So, wir gehen hier weiter rein in die Gruft. Da hinten ist noch einer. Im Schatten kommt er angekrochen. So lange können wir das hier durchsuchen. Alter Nordzweihänder, nee, den brauchen wir nicht. Der ist gar nicht schlecht. Der ist gar nicht schlecht. Aber da müsste ich umskillen von Axt auf Schwert. Wir nehmen die mal mit gleich, aber wir tun erstmal hier diesen Freak umhauen. So. Jetzt nehmen wir den Nordzweihänder mit. Du trägst zu viel und kannst nicht rennen. Ach, was haben wir denn schon wieder alles eingesteckt? Das ist doch schrecklich. Was ist mit dir? Ach, jetzt bin ich schon wieder so langsam. Das heißt, irgendwas müssen wir wegschmeißen. Da muss ich nochmal im Inventar gucken, was wir denn haben zum Wegschmeißen. Ja, ihr wisst doch, ich gebe doch so gerne, so wenig gern gebe ich was her. Bebändeter Eisenschild, Wert 100, Gewicht 12. Ah, wer die Qual hat, hat die Wahl. Komm, wir schmeißen das weg. So. Da liegt das schöne Eisenschild. Hat sich eher angehört wie so ein billiges Blechschild. Aber wir können wieder laufen. So, da ist doch eine Tür gewesen, ne? Oh. Yeah, was haben wir denn hier Schönes? Wenn man da zu schnell geht, da haut es einem gerade das Ding gegen die Birne. Oh, 9 Gold. So. Naja. Du stehst mir im Weg, mein Freund. Kannst du bitte mal zur Seite rücken? Super. Da hast du einen ganz tollen Platz in der Tür. Der ist ganz toll. Verzieh dich jetzt, Alter. So, bist du ein bisschen doof oder was? Was soll ich jetzt machen mit dem Kerl hier? Ich kann doch nicht einfach eins mit der Axt wieder rüberziehen. So, mal gucken. Kriegen wir den irgendwie wieder hier weiter rein? Komm doch mal her, Junge. So, ach Mann. Du bist ein Bettnasser. Entschuldigung, aber es ist doch so. So, wir gehen mal weiter gucken hier. Ein Stahlbarren. Na, das hat uns noch gefehlt. Für die Traglast. So, ich gehe hier. Was liegt denn da? Wert 150. Sehr schön. So, ich habe hier irgendwie so ein bisschen Angst, dass hier wieder irgendwo Fallen versteckt sind. Was haben wir denn hier für eine Seuche? Ach, das ist wieder dieses seltsame Wasser, was aussieht, als hätte da jemand Benzin hingekippt. Nordmeet. Ja, den nehmen wir mit. So, und hier stecken... Da ist sogar was drin, was da knallert. Da stecken Goldmünzen im Kopf. Das ist ja... Das ist ja... Was haben wir hier? Wein. Ne, den Wein brauchen wir nicht. Ne. Und die Äpfel, die esse ich in Wirklichkeit auch nicht und die brauche ich im Spiel schon mal überhaupt gar nicht. So, Freunde, wir gehen immer weiter rein. Und eigentlich ist es jetzt mehr so hier alles mitnehmen, was irgendwie nicht nied- und nagelfest ist. So, gut, dann machen wir das jetzt hier. Benutze Maus, um den Dietrich zu drehen. Und W, um das Schloss zu drehen. Ja. Eieieie. Sehr schön. So, da ist wieder dieses billige Blechschild. 10 Eisenpfeile, die nehmen wir mal mit. Den Seelenstein, den nehmen wir auch mit. Und den Zaubertrank natürlich auch. Hey! Die gehören meiner Familie.
Na gut. Ihr könnt euch nehmen, was ihr wollt, solange ihr mir helft, natürlich, fahrlos zu werden. In einem anderen Fall wäre ich jetzt auch gerade wieder heimgegangen, mein Freund. So, kommt her. Nein! Nein! Tante Agna! Talos! Wieso bin ich nicht mit ihr zusammen? Rein! Wieso bin ich nicht mit ihr zusammen? Rein! Er hat die Tür verriegelt. Nur die Götter wissen, was er da drinnen mit den Leichen meiner Ahnen anstellt. Ja, ich will's gar nicht wissen. Agner hat mir einmal erzählt, dass es weiter hinten einen geheimen Raum gibt, wo in Ungnade gefallene Mitglieder der Familie begraben wurden. Vielleicht kommen wir so in die Hauptkammer. Ja, können wir gleich mal probieren. Ich muss jetzt erst nochmal gucken, was deine Familie hier alles für mich übrig gelassen hat. Nordpfeile, nehmen wir mit. Gibt's hier noch was Gescheites? Nein, doch, Nordpfeile. Pfeile können wir, glaube ich, nie genug haben. Einbalsamierungswerkzeug. Das brauchen wir jetzt noch nicht. Dafür haben wir noch ein paar Jahre Zeit. So, was haben wir hier? Ne. So, da war doch noch eine Tür. Und was meinst du überhaupt mit hinten? Hinten soll noch ein Raum sein. Ja, schön. Warum gehst du dann eigentlich nicht vor und zeigst mir, welchen Raum du meinst? Gehen wir halt mal hier schön weiter rein. Das ist eine ziemlich große Familie. Oh oh. So. Ah, zweihändig verbessert. Sehr schön. Ah, hier gibt es so viele Sachen. Das ist wie Weihnachten, aber ich musste mich eh zügeln. Da, wie ihr wisst, meine Draglast schon ziemlich am Limit ist. Ihr könnt ja gar nichts, könnt ihr. So, wir müssen mal nochmal zurückgehen hier. Von den ganzen Kerlchen nämlich das Gold einsammeln. Zaubertrank der Tarnung, das ist doch auch schön. So, der hat auch gar 8 Gold dabei. Okay. Okay. Na super. Na super, super. Da ist da schon wieder irgendwo eine Falle. Na klasse. Da müssen wir also ganz schnell durchhuschen. So, komm her. Hast du es geschafft? Ja, gut. So, das sieht auch aus, als könnten die alle hier aufstehen. Und das sieht so ein bisschen spinnenmäßig aus. Und da, wo ich sage, da ist es auch schon. Schießt Spinnennetze, das gibt's doch nicht. Ja. So. So groß und doch so schwach. Die Frostspinne. Dein Gift nehmen wir mit. Wer weiß, für was das noch nützlich sein wird. Hier haben wir noch irgendwas zu... Was ist denn da? Da schmeißen sie Leute rein, die sie nicht mehr mögen, oder was? Mhm. Komm, wir gehen weiter. Und das, wo wir doch eigentlich was ganz anderes machen sollten. Aber es kommt ja immer anders, als man denkt. Komm, schaffst du den alleine, oder was? Kommt, hier helfen wir mal. Boah, so viele, ey. Wie ein Berserker werde ich hier durchschäumen. Das sieht aus wie die Ecke, von der Agna mir erzählt hat. Sie sagte, der Bär würde den Weg weisen. Der Bär würde den Weg weisen. Also müssen wir immer auf den Bär achten. Aber bevor ich hier auf den Bär achte, ihr kennt ja das Spiel schon, muss ich erstmal auf die Goldmünzen hier achten. Und die Pfeile nehmen wir auch immer mit. So, Nordpfeile, Gold. Noch mehr, ein alter Nordbogen. Nee. Den brauchen wir nicht. Aber Gold. Gold ist immer gut. Im echten Leben und hier im Spiel. Überall ist Gold gut. Das war schon immer gut. Das wird auch immer gut sein. Zumindest solange wir existieren. So, der Bär weiß den Weg. Bist du der Bär?
Dann gehen wir jetzt hier lang. Da ist ein Bär. Da ist ein anderes Symbol, deswegen habe ich eben so ein bisschen gezögert. Aber es ist ja sowieso der einzigste Weg hier. Jetzt gehen wir doch einfach mal da. Das ist gar keine Tür. Kryo. Ich dachte, das wäre jetzt eine Tür. Der Bär weiß den Weg ja. Und wie kriegen wir das jetzt hier? Mal gucken. Aktivieren Kette. Ich habe den Gang gefunden. Er führt durch den Sarkophag. Mir gefällt das nicht. Aber wir beeilen uns. Das war doch eine Tür, aber keine normale Tür. So, was haben wir denn hier? Da ist doch noch ein Heiltrank. Was ist das? Ein Balsamierungswerkzeug? Nein. Nein, danke. Wie gesagt, jetzt noch nicht. Servus. Los, los, weiter. Gleich gehen wir weiter, Junge. Bleibt doch mal cool, ey. So. Gut. Diese Tür müsste zur Hauptgrabkammer führen, wo Wahl sich verkrochen hat. Gehen wir rein und bereiten der ganzen Geschichte. Genau so machen wir es, mein Freund. Hätte ich vielleicht doch mal vorher speichern sollen. Das machen wir jetzt auch. Ich gehe nochmal schnell zurück. So richtig wie ein kleiner Hosenscheißer und geh mal gerade auf Speichern. Ups. Okay. So, und dann gehen wir nämlich hier mal hoch. Obwohl, was haben wir denn hier Schönes? Das ist ja wieder mal hier. Naja, jetzt gehen wir hoch. Da ist niemand. Zumindest sehe ich bisher noch niemand. Und habe ich das schon mal gesagt? Du hast eine wirklich große Familie. Ah, da ist der Totenbeschwörer. Ich werde meine Ahnen nach Sovngarde zurückbringen und euch gleich mit. So, das jetzt hier. So, ich wollte mit dir reden, aber du willst nicht reden. Das heißt, ich werde dir jetzt den Schädel einschlagen. So, jetzt mach ich kaputt, Alter. Jetzt ist er schon wieder weg. Wo ist er denn jetzt? Das gefällt mir nicht. Wo ist der Kerl? So, jetzt hier, komm. Oh oh. Ich bräuchte vielleicht ein bisschen Heilung, aber es ist gerade ungünstig. Der hat uns platt gemacht. Nicht so schön. Wir suchen uns eine andere Taktik aus. Da würde ich versuchen. Hier haben wir doch gar nicht abgespeichert. Bin ich denn hier gelandet? Und wo ist mein Kollege? So, wir versuchen jetzt was anderes. So, Kuh. Alter Nordbogen. So, wir müssen versuchen, den mit dem Pfeil und Bogen kalt zu machen. Irgendwie gefällt mir das hier nicht gerade. Hier geht's wieder zurück, oder was? Ja, hier geht's wieder zurück. Das ist doch kacke. Wir machen das mal anders jetzt hier. Wir haben hier gespeichert. Hilgruns Grab. Und da gehen wir jetzt auch wieder hin. Dann packen wir diesmal den Bogen aus. Vielleicht sollte ich mir auch eine Heilung auf die entsprechende Taste legen. So, hier. Jetzt schauen wir nochmal nach Heilung. Zaubertränke. Okay, was haben wir denn hier? Zaubertrank des Heilers. Wiederherstellungszauber sind wir 26% stärker. Nein. Der kleinen Heilung. F. Okay.
Jetzt haben wir hier... Gut. Wir packen den Bogen aus. Der war ja schon ausgepackt. Mann. Und jetzt gehen wir nochmal hier hoch. Da oben ist er schon. Wo bist denn? Ha? Wo ist er denn jetzt? Ups. Ich kann mich so schlecht drehen, wenn ich den Bogen gespannt habe. So, wo ist denn jetzt der Kerl? Irgendwie gefällt mir das hier nicht. Boah, dann müssen wir hier vielleicht was anderes machen in der Zeit. Komm schneller, Mann. Damit ich Tante Agna und die anderen Mitglieder meiner... Danke, Mann. Wir haben es geschafft, ey. Schlüssel zur Hilgrunstruhe. Entschuldigung, ich bin völlig hier sprachlos. Nach diesem harten Kampf, das war sauknapp gewesen. Totenbeschwerer Robe. So viel können wir gar nicht mitnehmen hier. Hm. Wir nehmen noch die Pfeile mit und die Robe. Ich glaube, die können wir noch mitnehmen, weil die sehr leicht ist. So, was haben wir denn hier? Altes Nordschwert der Kälte. Das ist bestimmt auch cool. Aber wenn ich so mein Inventar anschaue, dann ist da mit Sicherheit nicht mehr allzu viel Platz. Wir können ja mal gerade nachschauen. So. Traglast 308 von 310. Unsere Gesundheit sieht auch nicht so rosig aus. Deswegen, wir sollten das mal ein bisschen langsamer angehen lassen und der Kerl steht mir schon wieder im Weg rum. Der hat mir doch jetzt hier eben gerade einen Schlüssel zur Truhe gegeben. Wo ist denn die Truhe? Ist die hier? Aufschließen, Eisentür-Experte. Das kriegen wir noch niemals hin. Ich bin doch gar kein Experte, Mensch. Ich will nur mal gucken hier. So, wir tun nochmal schnell hier. Umschalten, Stahl, Streitaxt. Okay. So, und bevor wir jetzt das Ganze hier wieder verlassen, möchte ich mir gerne mal gucken, ob es hier noch irgendwo was gibt. 6 Gold. So, alles schön durchsuchen hier. 11 Gold, danke. Achso, der hat auch noch Pfeile dabei. Okay. So, und wir sind schon wieder über der Zeit. Ich sehe, ich habe schon wieder überzogen. Aber es war ja gerade hier so ein mächtiger Kampf. Da kann man ja nicht einfach Schluss machen zwischendurch. Das geht ja nicht, ne? Wir mussten natürlich erst dem Kollegen eins über die Rübe hauen. Das war ja ganz klar. Aschehaufen. 4 Gold. Zaubertrank. Eisenpfeil. Okay.
Gold, nochmal Heiltrank. Was hat der hier? Nochmal Gold. Pfeile, Gold, Pfeile. Sehr, sehr schön. So. Tja, ich werde das jetzt hier noch ein bisschen durchsuchen. Dann werden wir in der nächsten Folge starten. Dann habe ich hier schon alles abdurchsucht. Dann gehen wir direkt weiter. Und hoffentlich finden wir noch die Truhe, zu der wir eben den Schlüssel bekommen haben, und um uns unsere Belohnung abzuholen. So, bis dahin wünsche ich euch was. Wir sehen uns in Kürze wieder. Macht's gut.